Hallo ihr Lieben, wir sind Coco und Tom und wir haben uns vor einiger Zeit überlegt, wir könnten doch mal ein cooles THW-Fahrzeug umbauen in ein Expeditionsmobil. Das haben wir jetzt angegangen und warten jetzt gerade auf unseren Krümel. Mit zum Team gehört als jüngstes Mitglied hier der junge Mann, das ist Kuba. Dann haben wir noch unseren technischen und handwerklichen Leiter, Nick. Das ist der Niklas, unser Sohn. Schläft Und heute fehlt bei der Aufnahme unsere Tochter, die Tammy. Die kriegt wahrscheinlich einen Hauptjob im Hundesitten, wenn wir dann die ganze Zeit rumbasteln müssen. Ja, wie kamen wir auf die Idee? Begonnen hat alles im Herbst 2019, als ich durch Zufall mal auf YouTube gesehen habe, dass so ein Pärchen einen alten LKW umbaut und damit um die Welt gereist ist. Und ab dann war der Virus bei uns im Hirn und der ist bis jetzt nicht wieder rausgekommen. Dann haben wir uns Hermann unterwegs, Zeitreise und viele, viele andere Videos Die angeguckt. Dinos vor allem, die waren ja auch immer Genau, die cool, darf man auch ne? nicht Die vergessen. darf man Dino nicht vergessen. Adventure, super geil, folgen wir seitdem intensivst. Und ich glaube, der richtige Kick kam dann, als ich bei uns in der Nachbarschaft genau so ein Auto, wie ich gerne haben wollte, gesehen habe. Hier Lulatsch von Gunther. Ja, Und genau. da sind wir dann hin und Haben wir zufällig entdeckt, weil wir in der Straße lang gefahren sind, da haben wir noch gesagt, guck mal, selbst bei uns im Ort steht so einer, so einen wollen wir auch. ja, dann habe ich Gunther angerufen, wir durften ihn dann besichtigen, der hat uns vieles erklärt und dann war es geschehen. Wir sind auf 4W24 gekommen und sind dann direkt, ich glaube, 2 Wochen später da gewesen und haben dort auf dem Hof viele, viele Feuerwehr- und THW-Autos uns angeguckt. Da war es dann ganz vorbei. Ne? Dann haben wir ja das erste Mal auch so ein Ding Probe gefahren. Du, Genau, so ein ne? Feuerwehrmodell, was wir dann zwar nicht gekauft haben, aber was ja auf jeden Fall schon mal ein cooles Erlebnis war. Wer doof. Mach das Video. Papa Coco. Der rasende Roland unterwegs. Das ist ein Video. Macht schon Dampf hier. Als wir dann von Tobias die Tafel gesehen haben, wie viele Leute da so ein Auto bestellt hatten, haben wir erst gedacht, das gibt nichts, weil der irgendwie für 2 bis 3 Jahre ausgebucht war. Also nachdem wir dann das erste Mal von 4W24 wieder nach Hause gefahren sind, hatten wir den Traum dann eigentlich, also ich zumindest, kaum fast begraben. Zum Aber einen ich wusste und genau, dass das nicht vorbei war. zum einen so lange warten, zum anderen unfassbar teuer. Doch dann kam uns ja der Zufall zu Hilfe und wir haben durch den Gunther wieder vermittelt ein Auto angeboten bekommen, was quasi schon fertig war. Nur der Kollege wollte die Box behalten und dann waren wir wieder im Rennen. Mussten wir So. uns nur noch überlegen, was wir da hinten drauf packen, aber das Basisfahrzeug Genau. war ja dann schon da. Das war jetzt aber auch schon, wann war denn das? Letztes Jahr im Januar. Und Das war seitdem da. warten wir auf die Übergabe von Box und Auto. Ich musste mal gerade unser kleines Teammitglied zurechtstupfen. Der hat mir nämlich meine Socke angeknabbert. Und ich hatte mir vorher unfassbar viele gelesen, welche Autos denn gut sind. Wir wollen gerne versuchen, unter den 7,5 Tonnen zu bleiben, weil ich A, sonst noch einen Führerschein machen muss und B, die bekannten Gründe, dass man dann im Wohngebiet parken kann und und. Und C, ich mit Sicherheit niemals einen größeren LKW fahren könnte, Abwarten. geschweige denn den Oh. kleinen. Und der Iveco 9016, der ist ja luftgekühlt, schien mir so mit das leichteste und pflegeleichteste zu sein, was man so im Moment da finden kann und damit prädestiniert, vielleicht knapp die 7,5 Tonnen zu schaffen. Ja, also wir haben euch nochmal so ein paar Fotos zusammengestellt, damit ihr sehen könnt, wie aus diesem THW-Fahrzeug tatsächlich am Ende der Krümel geworden ist. Die gute Nachricht, die kam jetzt vorgestern. Dort haben wir erfahren, dass nächsten Dienstag unser TÜV-Termin ist und wir dann wahrscheinlich übernächste Woche
den Krügel abholen dürfen. Da sind wir jetzt schon ganz aufgeregt und freuen uns wie Bulle dann auf die Jungfernfahrt. Ja. Passt jetzt auch alles gut zusammen. Jetzt haben wir ein bisschen frei über die Osterferien. Der Kuba ist schon da. So, alles perfekt. Jetzt habt ihr gesehen, wie unser Krümel entstanden ist, die kleine Vorgeschichte. Und im nächsten Video zeigen wir euch dann, was zeigen wir euch denn dann? Ja, gut, was zeigen wir euch denn dann? Gut, dass ich das weiß. Also wir zeigen euch noch nicht, wie wir den abholen, das ist das übernächste Video, sondern wir zeigen euch, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Wir hatten ja über ein Jahr Zeit zu planen und wir haben eine Menge investiert. Wie soll das Layout sein, welche Heizung wollen wir haben, welche Elektrik verbauen wir. Und über den Planungsstand vor Start des Innenausbaus geben wir im nächsten Video dann umfangreiche Informationen. Ja. Tschüss. Tschüss.